Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zum Fufu-Talk. Heute mit dem Christoph Trösch. Wir gehen gerade über zum Christoph. Herzlich willkommen, hallo Christoph. Hallo zusammen. Woher bist du? Ich bin aus Bern, also aus Konofingen, besser gesagt. Das ist etwa 20 Minuten Fahrt von Bern. Okay. Wie alt bist du? Ich bin jetzt gerade der Sonntag, trifft sich noch gut, 24 geworden. Hey, Happy also Birthday, nachträglich. Alles Gute. Danke vielmals. Von dem her ja noch relativ jung eigentlich. Gut. Du machst auch Kung Fu bei uns. Wie bist du zum Kung Fu gekommen und warum? Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei jedem, der bis jetzt hier war, durch die Filme auch ein bisschen. Also die ganzen Sachen mit Jackie Chan vor allem. Rush Hour zum Beispiel gehört heute immer noch zu meinen Lieblingsfilmen. Und ich war halt schon früher sehr sportaffin gewesen. Ich habe geshootet, Tennis gespielt, geschwommen habe ich. Immer ein bisschen in Bewegung gewesen eigentlich. Und habe irgendetwas gebraucht, einfach so ein bisschen als Ausgleich zur Schule, dass ich ein bisschen oben runterkomme, oder? Und irgendwann hat sich das dann irgendwie plötzlich angefangen vermischen, wo ich dann das Gefühl hatte, so, jetzt versuchst du endlich mal etwas mehr so in Kampfkunst oder Kampfsport, dann noch keine Ahnung hatte. Und nachher bin ich eigentlich in unserer Schule gelandet, schlussendlich. Hast du andere Schulen auch angeschaut? Oder was war der ausschlaggebende Grund, warum du bei uns gelandet bist? Erst der Sucheintrag bei Google. Also, ja, es ist dort ja gesucht, Kung Fu Schule oder Kung Fu Bern. Und dann den ersten Link habe ich angeklickt, habe mal geschaut, so, kann man Probetraining, wo ist es genau, was würde es denn kosten? Und dachte, ja, probierst du einfach mal. Schau mal, wie es ist. Wenn es nichts ist, versuchst du den nächsten Link, blöd gesagt. Ja. Probierst du ja. Die durch. Ja. Und wie musst du dich erinnern an deine erste Probelektion? Ja, es ist schon, also, es ist tough. Dann bin ich wirklich noch überhaupt nicht in Form gewesen, also null existent. Weil ich die ganzen Jahre vorher durch die Lehre einfach nichts Sportliches gemacht habe. Und ich habe mich wirklich noch besinnt, da hat es, glaube ich, 20, 30 Schwinger, hat es dann wirklich angefangen, rapid abnehmen schon. Also, ja. So, magst du dich an die Gefühle auch erinnern, oder kannst, weißt, wo du dort gsi bist, wie so der erste Eindruck gsi, wo du in die Schule gekommen bist, magst du dich an das erinnern? Sehr ungewohnt, weil natürlich alles völlig neu irgendwie. Da hat es irgendwie einen Stammbaum, was ist das? Nachher jemand, der sofort auf einen zukommt, einen begrüßt, gerade alles will zeigen, obwohl man dann noch so ein bisschen schüchtern ist und echt nur so ein bisschen im Hintergrund stehen und mal schauen. Und dann, ja, ist mir schon mit drin, blöd gesagt. Weil, ja, der Unterricht fängt an, einfach abschauen und probieren. Ja. Und dann, wie du sagst, es war am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, konditionell ja. Anstrengend wahrscheinlich, oder? Wie ist es dir dann angegangen, nach dem Unterricht? Obwohl ich eigentlich gewusst habe, dass ich wiederkomme, habe ich dann zumal nicht beim ersten Mal geschrieben. Einfach eine Prinzipsache, aber ich habe genau gewusst, nächste Woche komme ich wieder. Ich habe es einfach nicht gesagt. Aber es war ein ziemlich gutes Gefühl. Also die ganzen Endorphine, die ausgeschüttet wurden, das war wirklich ein sehr schönes Gefühl eigentlich. Am Anfang natürlich überhaupt nicht und währenddessen war es Katastrophe. Aber nachher war es gut. Ich liebe deine ehrlichen Worte. Wirklich so die Wellen, die du natürlich im Training, im Unterricht mitmachst, oder? Ist ja tatsächlich so, dass es einen Moment gibt, wo du findest, oh mein Gott, was mache ich da? Ist das anstrengend? Überlebe ich das? Oder? Und dann, wie du sagst, am Schluss fühlst du dich extrem gut. Also. Ja. Was hat sich verändert, rein physisch, seit du, wie lange trainierst du? Wie lange bist du bei uns? In der Kung-Fu-Schule bin ich seit anderthalb bis zwei Jahren. Mhm. Jetzt was sich verändert hat, ich habe also rein körperlich nur, ich habe Gewicht verloren natürlich, jede Menge. Weil es ist halt nicht nur das Training dazugekommen, es ist dann plötzlich auch, was esse ich vielleicht, dass es besser wird, oder
was sollte ich vielleicht nicht essen, was sollte ich nicht trinken, was sollte ich trinken. Also das ganze Ernährungszeug ist dann plötzlich wie eingeflossen. Oder ich habe mich dafür auch interessieren. Nachher sind andere Sachen gekommen. Also könnte ich vielleicht Krafttraining machen, wo dazugehört oder wo in meinen Augen einfach dazugehört, wenn man so etwas macht. Und das hat natürlich auch wieder wie geholfen. Es ist immer wie aufbauender geworden eigentlich. Weißt du noch, was für ein Anfangsgewicht du gehabt hast? Ja, ziemlich genau 100 Kilo. 100 Kilo? 102, ja. Und jetzt bist du? Jetzt bin ich etwa 4,85 und zur tiefsten Zeit, letzten Herbst, bin ich auf 78 gewesen. Wow, so rund 20 Kilo, 15 bis 20 Kilo in eineinhalb Jahren. Da ist einiges gegangen, oder? Ja. Okay. Wie war das für dich? Also, du siehst es ja selber physisch auch. Du hast wahrscheinlich Fotos von früher, wo du anschaust. Und wo du dich selber jetzt siehst, was denkst du jetzt darüber? Ja, verschieden. Also, als erstes, was so eine Scheiße jetzt so weit kommen könnte. Das war mal das erste, weil ich weiss, wie ich ganz, ganz vorher ausgesehen habe, so mit 15, 16. Und nachher, ja, ist irgendetwas passiert und dann ist es plötzlich so geworden. Aber ich bin auf eine Art natürlich auch stolz irgendwie. Ich glaube, das darf man auch ein bisschen sein, wenn man so etwas macht oder schafft irgendwie auf eine Art. Und darum auch irgendwie Verständnis für jeden, der irgendwie halt so wie in meiner Lage ist und jetzt eben zum Beispiel zu uns ins Training kommt, weiss ich genauso, du machst es eigentlich richtig. Nicht so wie die anderen, die daheim bleiben, sondern du traust dich und kommst und versuchst etwas zu machen. Und das ist wirklich, eben, ich war eigentlich genau in der gleichen Situation und ich weiss, es ist nicht so einfach. Ja. Der erste Schritt ist schon mal ziemlich ein grosser Schritt, da anzukommen, wirklich in den Unterricht zu kommen, das regelmässig zu machen, über Jahre zu machen. Weil ja, schlussendlich, es ist kein Geheimnis, das ist der Erfolg. Also das, was der Erfolg gibt, ist natürlich die Routine, die Repetition, das immer und immer wieder gehen, immer wieder im Unterricht, immer wieder neu lernen, dazulernen. Das hast auch du jetzt müssen oder dürfen so erfahren, dass dich das viel mit dem zu tun hat. Ja, ich bin am Erfahren, sagen wir es so. Es ist nicht, dass ich das abgeschlossen hätte. Aber ja, klar, ja. Und es ist schon interessant, dass man immer wieder etwas irgendwie neu merkt, wenn man schaut oder fragt man mal etwas und dann kommt plötzlich wieder etwas ganz Neues. Und das ist schon wirklich spannend, ja. Wie findest du denn jetzt so das klassische Kurven? Du hast jetzt einen Stil gewählt, der sehr traditionell ist, wo ja gleichzeitig auch ein Konflikt mit dem Westen in gewissen Sachen vielleicht mindestens oberflächlich ja steht. Wie ist das so für dich? Das geht erstaunlich gut. Also, ich bin nicht gross im Militär gewesen, sagen wir es so. Also nicht, dass ich irgendwie mit Autorität ein Problem hat, aber ich habe mir am Anfang gedacht, vielleicht könnte das irgendetwas werden. Weil es ist schon ziemlich deutlich eigentlich, wo die Platz in der Familie ist, oder? Aber zu meinem Erstaunen, das macht eigentlich die Begründungen, die wir von dir oder vom Rolli oder von wem auch immer bekommen, machen aus meiner Sicht Sinn. Und da bin ich da auch gerne bereit, irgendwie das so zu machen oder versuche es nachher auch selber weit zu leben auf eine Art. Also ja, es ist irgendwie ein Bruch zu unseren Traditionen, westlich, aber mit Sinn und nicht einfach so von wo. So ist es schlüssig schlussendlich, wenn man die Erklärung bekommt dazu. Genau, ja. Ja. Man muss halt manchmal den Mut haben, vielleicht auch zu fragen, wirklich dann anzugehen und sagen, so, ja, wie ist das, warum ist das so und. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, oder die Kommunikation. Ja, genau, es ist wirklich schon immer eine Frage, und wieso? Und dann, wenn eine gute Antwort kommt, dann, okay. Und wenn keine gute Antwort kommt, hat es vielleicht beim anderen irgendetwas ausgelöst. Ja, auch das ist natürlich wahr. Sehr froh, wenn als Lehrer du etwas unterrichtest und du wirst auch etwas angestellt, wo du dir selber noch gar nie gefragt hast, dann muss natürlich da oben etwas passieren. Dann fängst du auch darüber nachdenken. Dann denkst du, okay, wie muss ich das anschauen? Und wenn du kannst,
dann gehst du auf und fragen zu deinem Lehrer oder zu deinem älteren Kurvenbrüder oder so und fragst weiter so, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass ich dort den Knopf habe. Also, das ist tatsächlich so, oder? Wenn du unterrichtest, kommst du in die Chancen rein, dass du kannst von Problemen, die andere Leute haben, lernen und dich weiterentwickeln. Ja, das ist auch, glaube ich, in diesen Talks, die du mit den Schulleitern gemacht hast, ist das, glaube ich, auch mehrmals vorgekommen, dass für wirklich nachher, wenn du schon lange dabei bist, wirklich noch auf ein weites Level zu kommen musst oder solltest schauen, dass du auch dein Wissen kannst versuchen weiterzugeben. Ist, also, aus meiner Sicht macht es das Sinn, dass du nachher musst wie versuchen, nicht nur die Sache in dir selber auszulösen, sondern in jemand anderem das auszulösen. Ich kann das Ganze auch noch ein bisschen philosophisch ein bisschen grösser anschauen. Du sollst nicht nur nehmen, sondern du sollst auch wieder geben. Also, und der Austausch, das ist auch in der Philosophie ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich nicht nur nehme, sondern dass ich auch bereit bin, wieder zu geben, drin hineinzugeben. Und das wird mich auch weiterbringen. Also, es ist nicht einmal so, dass ich dann nichts davon habe, sondern ich habe tatsächlich dann noch etwas davon. Oder? Ich gebe weiter und gleichzeitig habe ich ja, wie ich jetzt gerade erklärt habe, tatsächlich etwas davon. Ja, das ist echt schon wirklich ein schöner Gedanke. Ja. Ja, das ist so. So, du bist jetzt 1,5 Jahre bei uns. Wo stehst du stufenmässig? Ich habe es jetzt geschafft, den Grüngurt zu machen, im Ende Juni. Jetzt versuche ich natürlich einfach so schnell wie möglich mal die Grundschulblödzeit abzuschließen. Das ist das erste Ziel und dann schauen wir alles andere dann. Was sind jetzt so die nächsten grossen Schritte, die für dich anstehen, die für dich das Thema sind? Halt durch den Lockdown, den wir hatten, sind halt Anwendungen recht zurückgefallen. Weil man hat sich ja eigentlich nicht dürfen treffen oder man hat keinen Unterricht gehabt, vor allem. Mit also jemanden, keinen physischen Unterricht, ja. Ja, genau. Wo jemand wirklich korrigieren konnte. Und meine nächste Stufe ist jetzt halt genau das eben wichtig. Also konkret wäre ja die Atmung-Anwendung eigentlich für Blau im Dezember geplant. Wie findest du unsere Anwendungen? Teilweise. Mega speziell, aber es hat Sinn dahinter und teilweise sehen wir Sinn, um ehrlich zu sein, halt einfach noch nicht. Aber da bin ich überzeugt, das kommt mit der Zeit irgendwann. Das ist so. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du mit deinem Ehrgeiz dranbleibst, gell? Und weitermachst. Weil vielfach in der Vergangenheit, wenn ich so die rund 30 Jahre mich jetzt unterrichten anschaue, ist genau das Problem. Man muss nämlich durchbeissen, dranbleiben. Und der anfängliche Erfolg, der ist wunderschön, der ist mega toll und der wird dich überhaupt in keiner Art schmälern oder so. Der ist ganz, ganz wichtig. Aber es kommt natürlich irgendwann dann wieder mal ein Plateau. Also nach einer gewissen Zeit geht es dann halt nicht ganz so schnell weiter. Oder? Und das ist dann so die Durchstrecke, die ein bisschen schwierig ist. Also, und da gilt es wirklich durchbeissen, weitermachen. Und dann geht es dann schon. Es gibt dann schon, weißt du, den Effekt. Und wenn du jetzt zurückschaust, die 1,5 Jahre, bin ich mir sicher, dass du auch so kleine so Plateaus auch schon erlebt hast. Aber es werden dann auch noch grössere. Ja, klar, habe ich schon erlebt. Ja. Also teilweise selbstverschuldet, teilweise auch nicht. Sei es, weil Prüfungen ausgefallen sind wegen Corona, sei es, weil ich eine Woche zu wenig lang bei da war. Für die erste Prüfung, ja, passiert, oder weil ich halt einfach Sachen nicht richtig gemacht habe oder geübt, oder noch nicht fit genug war. Ja. Du hast vorher erwähnt, dass für dich Krafttraining und Kung Fu zueinander gehört. Du weißt, ich bin eigentlich ein Fan von dieser Idee, und wenn du Fotos von der Schule, von meinem Lehrer anschaust und so die Hintergründe anschaust und die ganzen Handeln und Kabelzug und so weiter siehst, dann weisst du, dass das nicht meine Erfindung ist, sondern bei dir im Hintergrund sieht man ja auch so Geräte. Oder? Was ist für dich? Also warum findest du, gehören die zwei Sachen zusammen? Also ich finde nicht nur Kung Fu und Krafttraining gehört zusammen, ich finde jede Kampfsport- oder Kampfkunstart gehört mit Krafttraining zusammen. Meine Überlegung ist ja, also meine Überlegung ist eigentlich,
wenn du willst kämpfen willst, werden die meisten von uns nicht so gut werden, dass irgendeine Gewichtsunterschiede keine Rolle mehr spielen. Und von dem her ist eigentlich jedes Gramm Kraft oder Muskeln, die du mehr hast, prinzipiell mal ein Vorteil, wenn es hart auf hart kommt. Man hat jetzt nicht davon, dass man aussehen wie ein Bodybuilder mit 120 Kilo. Das ist vielleicht übertrieben, aber schon, dass man Kraft hat in den Beinen, in den Armen und vor allem auch im Rumpfbereich. Von dem her, ja, ist das eigentlich so. Und das bestätigt ja nur, wenn man das Bild von Sigun sieht, irgendwie, wie er da steht. Also die typische Pose, ja, ja. Ja, genau, ja. Also, die werden sich auch Gedanken gemacht haben, warum das so ist. Das wird nicht für nichts gewesen sein, dass er so hat ausgesehen in seiner Jugend. Ja. Von dem her ist es auch nur eine Bestätigung. Ja. Ist es für dich jetzt schwierig, Krafttraining zu machen und dann auch noch Kumpf zu machen? Es ist eine Zeitfrage, sagen wir es so. Es geht schon, ja. Also es ist wirklich eigentlich nicht körperlich, es ist wirklich mehr ein Zeitding. Ja. Ja. Was machst du beruflich? Ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen. Ich habe Maschinenbauingenieur studiert und arbeite jetzt eigentlich auch auf dem. Also ich bin wieder eingeschafft, jetzt so wie als Projektleiter, als Maschinenbauingenieur eigentlich in dieser Firma. Zwar nur 80%, weil ich eben gesagt habe, ich will auch noch andere Sachen nebenbei so ein bisschen machen. Ich will auch noch Sachen machen, die mir Freude machen. Eben Kung Fu zum Beispiel oder so ein bisschen andere Sachen noch. Und ich komme eigentlich bis jetzt recht gut damit schlagen. Ich frage das auch für andere Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen, weil ja vielfach dann das Thema kommt, ja gut, aber wenn ich 100% arbeite, kann ich nicht nur so viel trainieren. Oder darum jetzt gefragt, wie du das machst, wie du das, die Herausforderung meisterst, dass das ja machbar ist. Es ist machbar, ja. Ich habe für mich gesagt, ich arbeite nicht 100%. Also wollte ich auf jetzt im Moment auf jeden Fall nicht, weil eben, ich möchte auch Sport machen. Ich weiss, es tut mir gut. Ich weiss, ich profitiere davon. Und dann brauche ich das extra Geld, blöd gesagt, nicht. Also, ich bin nicht auf das angewiesen, es reicht, was ich habe. Ich komme mit dem gut Schlag. Ich bin nicht im Luxus, aber es ist okay. Gut, du bist mit 24 natürlich noch jung. Hast noch, glaube ich, keine Familie, oder? Naja. Kein Kind, oder? Also, das ist natürlich noch ein Unterschied. Wenn jetzt eine Frau und ein Kind hätte, würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Müsstest du vielleicht ein bisschen anders Prioritäten setzen? Ja, absolut. Das wäre ganz sicher anders, ja, wenn ich so eine hätte. Oder mindestens möglicherweise, vielleicht wäre es einfach ein Thema, das man müsste anschauen. Oder? Wie stehst du im Gedanken Vollkontakt gegenüber? Unser Kumpf kämpft ja Vollkontakt. Eigentlich sehr positiv, weil ich finde, es ist so wie der Beweis, dass eine Anwendung kann funktionieren kann. Wenn sie dort funktioniert, dann funktioniert sie auch, wenn man es langsam das zweite macht im Training irgendwie. Von dem her ist es eigentlich das Ziel, also muss es aus meiner Sicht mein Ziel sein, wenn ich sage, ich will Hungar können, ich muss können kämpfen. Keine Angst davor? Respekt. Also ich habe in der letzten Prüfung habe ich ja eigentlich mein erstes Blöd gesagt, offiziell Kampf in Schule. Angst hatte ich nicht gehabt, aber ich war wirklich auch nervös. Es könnte passieren, mögen sich meine Lungen überhaupt? Oder muss ich durch den Helm irgendwie? Ja. Aber ist alles gut gegangen, oder? Ja, mehr oder weniger. Die Schulter spüre ich immer noch so ein bisschen, aber es kommt gut. Okay. Was ist passiert mit den Schultern? Ja, ich war zu langsam gewesen. Ich bin blöd gesagt selber die Schuld. Mein Kick ist zu langsam gekommen. Dann hat er meinen Fuß verwutscht. Ich bin umgedreht und dann bin ich auf die Schulter gefallen. Dann konnte ich eine Zeit lang den Arm nicht mehr so gut lüpfen, aber das ist eigentlich, ja, es hat einfach weht, aber es war nichts Schlimmes gewesen. Mit dem Doktor bin ich näher gewesen, um mich ganz sicher zu gehen, weil die Schulter ist halt schon etwas Heikles, teilweise. Da kann man schon Komödie haben. Du brauchst wahrscheinlich einfach so
entzündeten Schleimbeutel, also nichts gebrochen oder verschoben, vielleicht ganz, ganz wenig etwas angerissen, aber schonen, die Schultern selber und dann kommt es gut, einfach mit Zeit. Und ist jetzt aber besser geworden, die Zeit? Es ist besser geworden und vor allem habe ich gemerkt, es ist besser geworden auch durch das, dass ich nicht aufgehört habe zu trainieren. Ich habe zwar nicht die Schultern trainiert, aber alles andere, also Rücken, Beine, Arme. Das habe ich wirklich gemerkt, dass dann wirklich etwas ist gegangen. Und die Kurvenformen hast du natürlich genau gleich gemacht, oder? Natürlich, ja. Es ist halt noch wichtig, wie sie dann kontrolliert bewegst und alle diese Bewegungen ja mit Rotation zu tun haben, somit auch den ganzen Bewegungsunfall brauchst. Ja, das Einzige, was ich merke im Unterricht bei der Form ist, dass sie mich noch nicht trauen oder noch nicht so schnell explosiv kann. Weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte wieder in so einen Schmerzschlag kommen, darum bin ich da einfach noch vorsichtig, aber ein paar Wochen ist das dann auch gut. Kommen wir auf das andere Thema, das uns ja in deiner Person interessiert. Du bist ja auf Social Media sehr aktiv. Was machst du ganz genau? Hauptsächlich bin ich eigentlich auf Instagram vertreten. Habe mal noch TikTok eigentlich mal so eröffnet für nebenbei. Aber das ist mir eigentlich, ja, das ist mir, da tue ich zu wenig Zeit rein investieren, als es wirklich gut wird laufen. Was heisst für dich gut laufen? Dass auf regelmäßiger Basis Sachen eigentlich geschaut werden und dass sie auch Anklang finden. Und auf Instagram bist du sehr erfolgreich, wie ich gehört habe. Ich kann selber da nicht mitreden, ich bin selber gar nicht auf Instagram. Die Schule ist auf Instagram, aber ich bin nicht. So, wie läuft es dir auf Instagram? Muss immer in Relation setzen, natürlich. Es gibt viele grosse Seiten, die Kampfsport und Kampfkunst eigentlich vertreten. Sie zeigen dann einfach aus allen verschiedenen richtigen Sachen. Dann gibt es Einzelpersonen, die ihren Stil vertreten, die meistens irgendwie Europameister, Weltmeister oder was auch immer sind. Das funktioniert nachher sehr gut. Oder nachher halt eben so ein bisschen eine Nische suchen, so eine Nischensportart, blöd gesagt, so wie wir es jetzt mehr oder weniger haben, habe ich noch das Gefühl, im Moment, können wir noch ändern. Und dann kann eigentlich so versuchen, eigentlich zu wachsen. Ja. Also, wie hast du das? Also, du hast jetzt primär eigentlich immer Kurvensachen gezeigt. Ist das immer so der Hauptfokus gewesen? Nein, eigentlich nicht. Mein Fokus ist eben darauf, weil ich weiss, dass das ganze Fitness-Zeug das funktioniert. Das sieht man. Aber ich habe nicht gesagt, ich will nicht nur einfach das Zeug kopieren, Fitness, sondern ich will auch noch irgendwie etwas Eigenes mitbringen, was blöd gesagt mein unique selling point ist, wo die Leute nachher wie an mich bindet. Und dann denke ich, was kannst du noch? Oder was findest du cool? Kung Fu. Und meine Überzeugung ist ja eh, dass Fitness und Krafttraining und Kung Fu und Kampfsport zusammengehören. Also wieso nicht zeigen? Und die Resonanz sagt was? Die Resonanz ist durchaus positiv, also sehr positiv sogar. Teilweise, also eigentlich fast auf regulärer Basis, bin ich mit Leuten eigentlich aus aller Welt in Kontakt, die mir irgendwie schreiben. Und irgendwie fragen, wie lange kannst du deine Reiterstellung haben oder wo bist du im Lehren oder ja. Also das ist wirklich. Das ist schon ein cooles Gefühl. Wenn man dann so die Leute irgendwie aus Trinidad zum Beispiel plötzlich erreicht oder so, ist schon. Und es ist jetzt aber nie so gekommen, wenn du sagst, ja, das funktioniert nicht oder du kannst es nicht oder du machst Fehler. So Kritik ist nicht gekommen. Es hat zu meinem Erstaunen noch sehr wenig Kritik gegeben, weil es ja doch, wenn man Selbstverteidigungssachen zeigt im Internet, schnell mal kann passieren, das funktioniert nicht. Das ist, ja, so ist das Internet halt. Mit dem muss man sich einfach abgeben. Ich habe es auf TikTok mal gehabt. Das ist aber nicht gegen mich persönlich gegangen, sondern eher gegen Kung Fu allgemein. Und ich habe es beim Rolli mal ein bisschen mitverfolgt. Und die Person war dann auch bei mir gewesen. Hat
unter meine Reels und Posts nachher Sachen geschrieben. Aber das ist wirklich, also das kannst du an einer Hand abzählen bis jetzt. Ja. Also man muss halt man muss sich halt schon auch überlegen, was zeigt man und was vielleicht nicht oder was ist nicht von Interesse. Also mehr Freude daran, dass du etwas zeigst und dass du das teilst, als dass Leute das kritisieren. Ja, definitiv, ja. Das ist doch schön. Und jetzt erzähl mal von deinen Zahlen. Was ist passiert? Wo bist du? Wie viele Leute hast du? Ich bin auf Instagram im Moment in der 9100, glaube ich. Wow, okay. Es gibt immer wieder so Phasen. Also ich glaube, im Moment ist es Sommerloch. Weil man kann natürlich schauen, wie nimmt es zu oder ab. Pro Woche, pro Monat und so weiter. Teilweise war es 100 bis 200 am Tag, wo es gewachsen ist. Manchmal ist es ein bisschen minus gegangen. Und so im letzten Monat oder so sind wir vielleicht so bei zwischen 20 und 50 Leuten am Tag, die dazukommen. Das ist manchmal besser, manchmal nicht. Also, da sieht man halt auch nicht dahinter unbedingt, weil das ist alles auf Mathematik aufgebaut, die ganzen Algorithmen. Das ist keine Chance. Das ist, ja, das habe ich gerade wieder fragen. Die Algorithmen, die durchschaut man nicht. Nein. Es wird immer wieder gesagt, man könnte. Schlussendlich gibt es, glaube ich, ein paar einfache Regeln, die man kann versuchen zu befolgen und nachher funktioniert. Und vielleicht hat man eigentlich Glück und etwas schießt wirklich durch die Dilli. Also das ist so wieder der Lawine-Effekt. Oder man hat halt dann nicht Glück. Gibt es ein finanzielles Interesse hinter dieser ganzen Sache für dich? Ja. Also es ist natürlich schön, wenn es sich irgendwann mal würde rechnen. Das ist aber kaum möglich, wenn ich meine Zeit selber würde verrechnen würde, wo ich drin investieren würde. Also das sehe ich als unrealistisch. Wichtige ist einfach, also wie ich finde, dass ich mein Zeug, das ich gerne möchte, zeigen kann zeigen und dass das cool ist. Und wenn ich dann ab und zu irgendetwas machen kann, wo ich merke, dann kommt vielleicht etwas finanziell auch wieder zurück, umso besser, ja. Wie ist denn dein Zeitaufwand, so jetzt in einer Woche rein, wie viel Zeit investierst du auf Social Media? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt meistens immer einen Tag am Wochenende, wo ich so gut wie nichts mache. Oder wo ich auch mal kein Post oder kein Reel vorbereitet habe. Es kommt darauf an. Wenn ich etwas Aufwendigeres mache, dann kann es 2-3 Stunden gehen. Irgendwie. Dann schaue ich, dass ich es halt am freien Tag oder am Wochenende kann vorbereiten kann. Oder sonst einfache Sachen sind eine halbe Stunde aufgenommen, dann vielleicht noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bearbeiten. Stunde Aufwand. Also wenn wir jetzt da würden, den Stundenansatz rechnen und dann zurückschauen in die Vergangenheit bis heute, dann hättest du ja wahrscheinlich schon irgendwie Tausende von Franken, die du einnehmen könntest. Ja, klar, ja. Also rein finanziell gesehen macht es absolut keinen Sinn, dass ich nicht 100% arbeite. Klar, das ist, müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber ja, es muss halt auch nicht sein, oder? Jetzt das Geld zu haben, sondern ich mache jetzt halt das lieber. Hat sich auch ein bisschen als eine Vorliebe für dich entwickelt? Also hast du auch Spass dran? Ja, sonst ging es nicht, nein. Also, wäre unmöglich, jeden Tag oder jeden zwei Tage etwas zu machen. Hat sich das entwickelt, der Spass? Oder hast du das schon vorher nicht gehabt? Hast du vorher schon wieder mit Insta etwas machen? Nein, vorher habe ich das überhaupt nicht gehabt. Ich war auch sehr nervös gewesen, mehr zu machen, vor allem halt wegen dem Feedback. Also erstens, ich mache ja alles auf Englisch und Englisch ist nicht meine Muttersprache, blöd gesagt. Nimmt man das an oder sagt man, ich habe gar kein Englisch. Das ist schon mal etwas, oder? Nachher, zweitens, was machst du? Wird das überhaupt angenommen? Oder denken die Leute, ja, was hampelt jetzt der da rum? Oder das könnte etwas sein. Und ja, das war schon eine Nervositätskurve. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas Neues ausprobiere, ist wieder so, kommt es echt gut, kommt es echt gut, kommt es echt gut. Aber es ist bis jetzt eigentlich immer gut gekommen. Und
von dem her, ja, bin ich so, da, so ein bisschen reingewachsen in Spass. So. Ich einfach mal probiert. Hat es Projekte gegeben, wo du dann wieder aufgehört hast nachher? Ja, hat es gegeben. Also, das sind so, vielleicht fange ich da wieder mal weiter irgendwie, aber zum Beispiel so Videoserien hat man angefangen irgendwie, wo ich gesehen habe, das funktioniert gut. Und dann habe ich aber irgendwann keine Idee mehr gehabt, was ich noch weitermachen könnte. Dann habe ich gesagt, okay, machst du das Nächste. Schau mal, was sonst noch so geht. Kommen dann auch Wünsche von den Zuschauern? Also ist das jetzt die Zuschauer sagen, ja, sag mal mehr von denen oder dieses oder so. Kommt das auch? Das kommt auch, ja. Das hatte ich zum Beispiel bei Vorurteilen gegen Leute, die Kung Fu machen. Da habe ich, explizit gefragt, also, ja, was habt ihr schon für Vorurteile gehört? Und dann haben sie mir das drunter geschrieben. Dann haben natürlich wieder Material für das Nächste gehabt. Und dann so weiter, wieder das Material für das Nächste. Und so kannst du eigentlich auch, kannst dir auch helfen. Halt. Oder können dir die Leute helfen, wenn sie dir sagen, was sie sehen wollen. So lieferisch, ist eigentlich Win-Win, wie gesagt. Hat das funktioniert so, mit dieser Interaktion? Ja. Ja, das funktioniert gut. Und werden jetzt die alten Sachen immer wieder auch geschaut, oder nicht? Nein, das bleibt eigentlich meistens stehen. Also es geht immer so ein paar Tage, nachher hört es eigentlich auf und die neuen Sachen kommen wieder, also kommen wieder führen. Außer das ist etwas, so wirklich gut, wirklich sehr gut ankommt, dann läuft es immer so ein bisschen weiter nebendran. Also jetzt zum Beispiel die Fragen über Kung Fu und die Vorurteile, das könnte ja etwas sein, wo ja eigentlich immer wieder müsste kommen oder immer wieder müsste laufen, oder? Das stimmt. Also, das ist ja auf der Plattform so aufgebaut, dass wenn du auf das Profil drauf gehst, dass du eigentlich speziell so wie ein Menü hast für die ganzen Reels oder Kurzvideos. Und jeder, der auf mein Profil drauf geht und dort drauf geht, der sieht natürlich alles immer wieder. Also die Sachen werden auf jeden Fall immer angeschaut. Außer das geht irgendwann zu lang, bis du ganz dunkel bist, wenn zu viele Sachen da sind. Aber sonst wirklich viel Zug haben wirklich nur die neuen Sachen. Das ist aber auch dem Algorithmus geschuldet, weil das will natürlich die Plattform selber auch. Ja. Heisst, du musst auch immer neues Material kreieren und neues Material liefern? Ja, das ist eigentlich etwas von den Sachen, die dir eigentlich jeder sagt, der irgendetwas mit Social Media zu tun hat. Du musst immer wieder etwas machen. Genau wie ich bei allem anderen auch, beim Kung Fu auch, du musst dranbleiben. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Ab wann wird es finanziell interessant? Weil wir hören ja immer wieder die Storys von diesen Millionären, die mit irgendetwas ein Millionär geworden sind. Ja, es kommt darauf an. Du kannst sehr schnell deine Seele verkaufen und irgendetwas anpreisen. Also, ja, nein, das ist wahr. Also, Elvis, ich bin sehr viel auf YouTube unterwegs und was man da für Geschichten hört, ist... Also, haarsträubend, oder? Es kann sehr schnell gehen, aber es ist halt dann, manchmal ist es eine Gewissensfrage, manchmal ist es halt eine Frage, von was du machst, dass du gar nicht interessant genug bist, finanziell gesehen, für Firmen. Manchmal hast du das falsche Publikum, manchmal passt deine Nase nicht. Es ist ganz unterschiedlich. Also es kann sehr lang gehen, es kann aber auch sehr schnell gehen. Mhm. Ist aber nicht abhängig jetzt bei Instagram, wie viele Leute du hast. Oder gibt es dort irgendwann einen Moment, wo es anfängt, wo es eine Art Membership oder so etwas gibt, was zahlt? Nein, das gibt es so noch nicht. Man sagt so, also man hört so Zahlen vielleicht von so ab 10.000 oder so. Die Zahlen sagen schon ab 5.000. Aber bei mir war es jetzt so etwas früher gewesen, eben so vielleicht ab 7.000, 8.000. Und ja, das Wichtigste ist halt einfach auch, dass die Leute, die du hast, auch da sind und nicht, wie gesagt, gekauft sind und sich nicht für dich interessieren. Also man sieht dann wie Engagement Rate, also wie die Leute eigentlich mit deinen Sachen interagieren. Wenn das gut ist, dann kann das viel früher passieren, dann kann es schon mit 1000 Followern passieren. Wenn das halt nicht gut ist, dann geht es halt vielleicht länger. Okay. Also jetzt haben wir von deiner Kung-Fu-Karriere gehört, so wie du ins Kung-Fu reingekommen bist, wie sich dein Körper verändert hat.
wie du Spass daran hast und so deine nächsten Schritte so in Bezug auf Kung-Fu, Vollkontakt und deine Anwendungen und so. Wir haben gehört über Social Media, über deinen Werdegang. Wir sehen auch, dass es ein bisschen zusammenläuft. Oder? So das Kung-Fu hat einen Teil in deinem Leben und Social Media aber auch. Das ist auch etwas, was dir Spass macht, wo dich ein bisschen mit ausmacht, weil du ja doch ein paar Stunden am Tag offensichtlich da drin investierst. Wie auch ins Training, ins Kung-Fu, ins Krafttraining. Das ist ein Teil von dir. Was sind denn weitere Teile von dir? Natürlich zu arbeiten. Das sind 8,4 Stunden, 4 Tage. Das ist ein grosser Teil. Und schlafen ist auch noch mal so viel, oder? Ja, das müsste dann auch noch mal so viel sein, genau, ja. Ich tue sehr gerne Dörf fahren. Das ist eigentlich eines von meinen grossen Hobbys. Es war ein bisschen doof, weil es die ganze Zeit geregnet hat, aber diese Woche bin ich auch schon ein paar Mal wieder. Am Wochenende kann ich auch gerne mal fort irgendwie und tue ich das Leben ein bisschen geniessen. Sonst probiere es einmal. Und mit deiner Ernährung und so, ist das keine Einschränkung? Also kannst du trotzdem ganz normal auch mit Kollegen mal in den Ausgang gehen, mal irgendwie fein essen oder einfach überhaupt mit den Leuten sein, ist das kein Problem? Ich hatte mal eine Zeit, wo ich zurückblickend denke, da habe ich zu fest geschaut, weil es kann ja auch wie eine Obsession nachher werden. Und das habe ich dann gemerkt, ich glaube, das ist nicht gut, weil ja, wenn du nachher fort bist irgendwie und die Leute essen irgendetwas und du denkst dir jetzt, oder du hast ein schlechtes Gewissen, jetzt, wenn das ist, ich glaube, dann spätestens muss man sich Gedanken machen. Von dem her, das habe ich wieder verlassen und schaue einfach, was ich esse. Ob ich jetzt wirklich will zunehmen oder will jetzt abnehmen, je nachdem halt, was mein Ziel ist und tue nachher dementsprechend essen, aber tue mir eigentlich nichts verbieten, tue mir echt schön überlegen, was ich esse. Sieht denn dein Krafttraining entsprechend aus? Also tust du, wenn du zulegen willst, anders trainieren, als wenn du definieren willst? Theoretisch würde man ja sagen, man sollte mehr Ausdauersachen machen, wenn man ein bisschen Gewicht verlieren möchte. Da wir aber alle zusammen ja Kung-Fu machen, fällt das weg. Das ist eigentlich genug für das. Und von dem her eigentlich krafttrainingstechnisch, nein, ja. Ich mache die Übungen, die mir Spass machen. Ich habe meinen Plan. Ich weiß ungefähr, was für Übungen dass ich in meinem Repertoire habe, die ich kann. Und nachher, wenn ich ins Gym gehe oder wenn ich da hier daheim tue, mache ich echt das, auf was ich Lust habe. Und ich bin jetzt, ich glaube, auf so einem Stand langsam, dass ich weiß, wie viel brauche ich etwa oder wie muss ich es spüren, dass ich merke, okay, ich glaube, da ist jetzt etwas gegangen. Aber das ist schon anderthalb Jahre gegangen, bis ich gewisse Muskelgruppe überhaupt mal habe gespürt. Also, das kommt auch nicht von so. Und man kann ja davon ausgehen, dass wenn das in den letzten eineinhalb Jahren so weit passiert ist, dass wahrscheinlich in Zukunft auch noch einiges passieren wird. Ja, es wird sicher etwas passieren, aber es wird natürlich langsamer vorangehen. Also am Anfang immer so Fortschritte, dann wird es immer flächer. Da sind wir bei dem Plateau, gell? Genau. Wir kommen zu dem Punkt, wo ich eigentlich gerne möchte wissen von dir, was möchtest du den Zuschauern mitteilen? Weil jetzt haben wir ja eigentlich sehr eine gute Situation. Du bist relativ neu bei uns, hast recht viel Erfolg gehabt, du hast Gewicht abgenommen, du hast den Körper aufgebaut, du hast schon deine ersten Vollkontakterfahrungen, du bist im Kung-Fu gut etabliert, du kannst jetzt gut eigentlich weiterziehen. So, was kannst du ihnen mitgeben? Was gibst du für Tipps mit, für Ideen, Mindset etc.? Was kannst du ihnen so geben? Also ich bin nicht so der Erfolgscoach von wegen kaufe mein E-Book und nachher mache ich zu mir. Oben rechts ist der Link, oder? Genau, ja. Da hier oben. Nein, ich glaube, also rein was trainingsmässig angeht, ich glaube, ist es wichtig, dass man ehrlich ist, was man trainiert. Also wenn ich jetzt will lernen schwimmen und täglich 2 Kilometer joggen, also dann werde ich nie können schwimmen. Ich glaube, dass man wirklich, wenn man etwas erreichen will, muss man sich wirklich klar sein oder
was ist das, was ich will und vor allem nachher, wie komme ich dort her? Egal, was es eigentlich ist. Ob jetzt ich will kämpfen können oder ich will viel Geld verdienen oder ich will eine Reise machen. Das ist, ich glaube, das habe ich so ein bisschen gelernt jetzt in dieser Zeit, in der ich Kung Fu mache. Klare Zielsetzung und dann den Weg dorthin definieren. Was gibst du denn so mindmässig? Also, du hast ja wahrscheinlich auch deine Wellen gehabt. Mal hast du mehr Motivation gehabt, mal weniger. Üblicherweise hat man am Anfang mehr Motivation und dann kommen auch so zwischendurch so bei dir Auas, tut mir alles weh und so. Was kannst du denn da mitgeben? Dass man eigentlich immer wieder zurückfindet, denke ich, zu dem Weg, wo man mal angefangen hat. Also klar, zum Beispiel, wenn man jetzt Diät ist ja so eine gute Sache irgendwie. Man hat irgendwie, man ist auf Diät oder nachher verliert man Gewicht und Gewicht und das ist gut und das ist super. Und irgendwann hat man nachher so, jetzt hat man keine Lust mehr, jetzt sollte es doch länger, aber eigentlich ist man noch nicht zufrieden damit. Man denkt, man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr. Und nachher hat man halt mal einen Cheat Day zum Beispiel und überfrisst sich völlig, aber darf dann nicht in ein Loch fallen, sondern einfach wieder zurück dort, wo man herkommt und einfach versuchen weiterzumachen. Klingt gut. Ich glaube, das ist eine gute Message, die du so weitergeben kannst. Finde ich gut. Bezug auf Kung Fu, wie würdest du jemandem raten, eine gute Schule zu finden? Wir haben ja nicht alle das Glück, ich sage jetzt dann Glück, gerade in unsere Schule hineinzukommen. So, vielleicht auch noch etwas, was unsere Schule nicht gibt. Wie wählt man eine gute Schule? Deiner Meinung nach? Das ist online sehr ein sehr grosses Thema. Der Begriff ist MacDojo. Also eigentlich Dojos, blöd gesagt, die nur am Geldverdienen interessiert sind. Das ist ein schlechtes Dojo oder Mogun oder was auch immer. Und das ist teilweise, glaube ich, gar nicht so einfach, das zu erkennen. Also es gibt so gewisse Punkte, die immer wieder kommen eigentlich, wo man so ein bisschen dran halten kann. Aber sonst, wie findet man es? Hergehen, ausprobieren. Wie gesagt, ehrlich zu sich sein, wenn man merkt, dass es nicht das ist, was man eigentlich möchte können, dann ist halt vielleicht nicht das, was man machen sollte. Und dann geht man halt weiter, versucht etwas anderes, bis man dann schlussendlich das gefunden hat, eigentlich, wo man gesucht hat. Was denkst du, sind denn die Kriterien? Du hast vorhin gesagt, es gibt gewisse Kriterien. Kannst du dir teilen oder findest du irgendwie, du willst dich für dich behalten? Also das ist nicht etwas, was ich für mich behalte, das findet man. Und da haben ja gewisse Leute haben immer wieder andere Meinung. Also das Schlimmste natürlich ist irgendwie, Abuse, also wenn Kinder angelenkt werden zum Beispiel, hört man immer wieder Horror-Stories. Und teilweise wird es diesen Leuten nicht verboten, weiter zu unterrichten. Das ist zum Beispiel ist jetzt nicht einmal nur auf Kampfkunst bezogen, sondern ganz, ganz Nein, allgemein? Nein, aber es kommt halt Kampfkunst viel vor, weil es halt einfach eine Körpersportart ist. Dann andere Sachen sind zum Beispiel irgendwie unklare Business-Sachen oder wieso muss ich jetzt genau für das nochmal zahlen? Oder das hast du mir aber nicht gesagt am Anfang, dass ich für das auch noch muss zahlen. Das wäre wieder so eine Alarmglocke irgendwie. Oder das ist aber nachher mehr so ein bisschen philosophieabhängig. Sachen, die ohne Körperkontakt passieren, die aber nachher sagen, dass es würde funktionieren, wenn. Also, ja, weißt du, was ich meine? Wenn ich irgendwie sage, ich tue die ganze Zeit nur in die Luftbox und habe noch nie einen Fuß bekommen, ja, das ist so für mich noch ein weiterer Punkt. Und das ist schon der Grund. Ich erinnere mich an unser 1. April-Video, wo man unbedingt muss anschauen. Genau. Das ist ganz wichtig. 1. April, das war ein gutes Video gewesen zu diesem Thema. Aber erzähl bitte weiter, was ich da unterbrochen. Ja, genau, eben so Sachen. Oder wenn ich Sachen höre, wie G-Power eben, wo du dann im 1. April-Video hast, oder es gibt so komische Sachen wie No-Touch-Knockouts. Also, ja, ich verstehe es nicht, muss es einfach nicht verstehen, wie das kann passieren kann. Schlussendlich kommt alles immer auf das Gleiche zurück. Ehrlich sein, was man trainiert und ob das wirklich das ist, was man dem auch können. Klingt gut. Ich glaube, das sind so die Tipps, die man sich da weitergeben kann. Gibt es sonst noch etwas, was du der Community möchtest sagen, bevor wir da zum
Schlusswort kenntet. Schwierig, das kann ich mit meiner Erfahrung sagen. Du kannst auch an deine Community, ich denke mir, deine Community lust oder schaut das alles auch. So viel kannst du da noch etwas so gerne mitteilen, auch über dich, wo du findest, das ist ganz wichtig, dass ich das noch wissen. Sport machen ist etwas vom Wichtigsten, was ich gelernt habe, weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe einen Bürojob ausgewählt. Das ist mir am Anfang vom Studium noch gar nicht so bewusst gewesen, irgendwie. Und von dem her ist es eigentlich so der Ausgleich, den ich für mich brauche. Ich muss mich irgendwie bewegen, sonst also geht es nicht. Und auch wenn es nicht Kung-Fu wird, weil man sagt ja immer wieder, dass die Leute irgendwie rausgehen oder irgendwie eine andere Schuhe finden oder was auch immer. Denken wir immer so, solange du dich mal schon mal bewegst, ist immer noch besser als jeder andere, der jetzt daheim auf dem Sofa geblieben ist. Ja, mich voll einverstanden, ja, das stimmt. Gut, ist das dein Schlusswort für dich? Ja, ich glaube, danke. Also, ich glaube, das ist okay. Das Schlusswort. Ja. Okay, ich finde auch, das ist etwas, was man kann so stehen lassen, so grundsätzlich sich bewegen. Es ist ein Bewegungsapparat, es ist nicht ein Umhängapparat, den wir hier haben, unser Körper, sondern es ist tatsächlich ein Bewegungsapparat. Es ist wichtig, dass man sich bewegt, es ist wichtig, dass man sich sinnvoll bewegt, möglichst gesund bewegt, sodass es orthopädisch korrekt ist, dass der Körper nicht kaputt geht beim Bewegen, weil auch das ist eine Gefahr. Also man kann sich auch falsch bewegen und dann hat man noch einen Schaden davon. Das weiss man mittlerweile auch. Oder vieles davon weiss man mittlerweile. Das ist alles sehr sinnvoll. Und natürlich, aus meiner Perspektive, lernen den coolen Stil, lernen unseren Stil. Oder? Etwas, was lässig ist, was Spass macht und wo für mich auch einen klaren Fortschritt drin hat. Weil das ist etwas, was ich lange gesucht habe. Ich habe lange das Gefühl gehabt, dass es immer auf der gleichen Welle bleibt oder auf dem gleichen Niveau bleibt. Und das Glück in unserem System ist wirklich, dass es einen schönen Aufbau hat und dann weitergeht. Was ja der Mensch auch gerne möchte. Du willst ja eigentlich mit 24 nicht gleich trainieren, wie wahrscheinlich mit 84. Und dazwischen hat es noch gewisse Zeit, oder? Wo man sollte können überbrücken können. Und das muss sich können mitbewegen. Und unser System kann das sehen. Ja, ich bin gespannt, was alles noch auf mich zukommt und was ich alles noch lernen kann. Ja. Und Christoph, bleib bitte dran. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Interview. Ich hoffe, du hast da einiges mitgeben können. Ich hoffe, die Zuschauer können profitieren. Ich möchte mich da von dir verabschieden. Danke vielmals, bleib bitte dran. Aber wir klicken uns aus der Live-Übertragung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgend so ein cooles Gespräch haben.